Ja, hi Leute. Vielleicht eine für zwischendurch Folge. Ich habe gestern spontan aus einer Laune heraus ein Video produziert und das tatsächlich auch schon bei YouTube hochgeladen. Und Release wäre dann irgendwann jetzt heute in ein paar Stunden gewesen. Und irgendwie ist das Video jetzt bei nochmaliger Betrachtung mit einer Nacht drüber geschlafen ein bisschen wenig aussagekräftig geworden. Also das ist so zum Gucken ziemlich uninteressant, hat aus einem gewissen Grund auch eine schlechte Tonqualität, oder also ne, keine so super tolle Tonqualität. Und jetzt muss ich das, glaube ich, irgendwie doch noch ein bisschen kommentieren, um da mehr Kontext reinzubringen. Das versuche ich jetzt mal, indem ich mir das jetzt in dieser Richtung, ihr seht es dann irgendwie im Hintergrund oder daneben eingeblendet, indem ich mir das jetzt nochmal angucke und das, wie gesagt, ein bisschen kommentiere. Es gibt auch einen sehr guten Beschreibungstext eigentlich schon unter dem Video. So ist es nicht. Natürlich musste ich mich bei dem auch ein bisschen knapp halten und trotzdem versuchen, irgendwie alles gut zu erklären. Ich habe den dann sogar direkt auf Englisch und auf Deutsch verfasst und ja, zur Verfügung gestellt, aber nichtsdestotrotz, also der Weg vom Video gucken, in die Videobeschreibung zu gehen, um da einen langen Text zu lesen, das ist ja auch nicht für jeden was. Und ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Sehr, sehr lange Einleitungsrede hier. Ja, ich mache das Ding mal an. Also, man sieht ein paar bunte Lichter, man sieht mein Wohnzimmer, genau, man sieht meinen Bildschirm. Ich mache auch ein bisschen Werbung für die Musik, ist ja klar. Also es gibt auch Urheberrechtsanspruch auf das Video, aber habe das jetzt bei dem Upload schon gecheckt. Sämtliche Lieder, die ich da verwende oder deren Künstler oder Labels sind fein damit, dass man das bei YouTube verwendet. Genau, kann euch da die Tracks also nur empfehlen. So, genau, und man sieht schon. Es ist sehr unspektakulär. Jetzt muss ich das erklären. Genau. Ich dachte natürlich gestern, also was sieht man? Man sieht mich in meinem Wohnzimmer feiern. Also ich habe Musik an, ich habe auch ein Getränk in der Hand. Das sieht man nicht. In dem Fall glaube ich aber, habe ich es vielleicht sogar weggestellt, weil ich hier die Kamera kurz angeschmissen habe. Mir kam da so ein Gedanke. Ich war vor kurzem auf einer Halloween-Party und nein, da habe ich nicht alleine gefeiert. Ja, ich gehe unter Menschen und ja, ich kenne Leute. Und dann kam der Veranstalter und hatte auch noch so einen ziemlich coolen Disco-Effekt, so einen Laser-Effekt. Die sind ja heute nur noch so klein und sehr günstig. Darauf habe ich auch schon angesprochen in der Videobeschreibung. Diesen Effekt stellte er dann einfach noch bei der Party irgendwie mit ins Zimmer und ja, also es entwickelte sich so richtig so ein kleiner Dancefloor. Es waren so 7 Leute oder so, 7 oder 8 Leute, die dann auch Bock hatten zu tanzen. Ich war dabei. Und dann erwähnte ich einfach nur zu 2 von den Leuten, die damit gefeiert haben. Jetzt muss ich mal kurz Pause machen hier. Aber wird doch ein längeres Video, ich merke das schon. So mit runterlegen und schneiden, das wird dann auch wieder spannend. Schnitt. Dann erwähnte ich auf jeden Fall zu diesen 2 mitfeiernden, mittanzenden Leuten, ja, dass ich das ja zu Hause auch, dass ich auch so einen Lichteffekt hätte und dass ich das auch oft anschmeißen würde im Wohnzimmer und einfach feiern würde. Ich habe es einfach kurz und knapp erwähnt und die dann so alleine. Und das ist jetzt auch, ich weiß, es war eine unfassbar lange Einleitung zu diesem Video, aber das ist mir doch irgendwo ein bisschen also Herzensangelegenheit klingt so tiefgreifend, aber ich verstehe einfach diese Reaktionen, diese geschockten, erschütterten Reaktionen darauf einfach nicht, wenn ich das erwähne, wenn ich einfach mal sage, dass ich im Wohnzimmer selber Musik anmache, die ich gut finde und dann für 2 bis 3 Stunden, also länger als 3 ist es selten, hey, aber immerhin, ne? Für 2 bis 3 Stunden dann einfach auch ein bisschen dazu tanze oder ich gehe jetzt auch nicht immer voll ab. Man will ja auch nicht seine Einrichtung demolieren oder hier irgendwie die Wohnung auseinanderreißen. Man hat ja auch noch Nachbarn, ne? Aber bevor ich mich dazu sehr verfranse, also das, wie gesagt, das Thema ist einfach nur dieses alleine feiern. Zu Hause alleine feiern. Macht ihr das? Macht ihr das nie? Findet ihr das seltsam?
Wenn ja, warum? Schreibt es mal wirklich in die Kommentare rein. Oder und überlegt vielleicht auch vorher mal oder probiert es vorher auch wirklich mal aus, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Also diverse Vorteile, die das mit sich bringt, habe ich wie gesagt in der Videobeschreibung niedergeschrieben. Muss ja jetzt nicht alles hier nochmal erzählen, was da drin steht, dann ne, könnt ihr euch das auch nochmal durchlesen. So, und jetzt brauche ich noch einen Take für die Stelle. Hier habe ich noch eine beim Shaper mit dem Track Dante habe ich noch eine Einblendung gemacht. Hier könnt ihr sehen, warum man auf Spotify einen Banner im Artist-Profil hochladen sollte. Das ist natürlich nochmal ein sehr spezielles anderes Thema. Kann sicherlich auch nicht jeder was mit anfangen. Das bezieht sich natürlich auf Musikproduzenten, die ihre Musik auch bei Spotify einstellen. Ne? Das ist einfach nur ein kleiner Hinweis. Ja, es gibt wenige Leute wahrscheinlich, aber ich bin einer davon, die Spotify dann eben für solche Gelegenheiten im Vollbildmodus nutzen und das sogenannte der Banner oder das auf Englisch das Header-Image bei Spotify wird dann eben als großes Hintergrundbild im Vollbildmodus genutzt. Und das kann sehr cool aussehen, wie ihr an diversen anderen Beispielen in meinen Aufnahmen irgendwie sehen könnt. Jawohl. Genau, und es ist immer schade, wenn Leute da keins reingeladen haben, dann sieht man immer nur so einen einfarbigen Hintergrund und wenn die Farbe sehr hell ausfällt, dann ja, überstrahlt der Bildschirm auch tatsächlich manchmal den Lichteffekt, insbesondere wenn er dunkel eingestellt ist, wie in diesem Beispiel. Ja, jetzt muss ich das Ganze irgendwie nur noch sinnvoll zusammenschneiden. Hoffe, dass es nicht total langweilig geworden ist, dass es nicht viel zu lang ist, dass ihr versteht, warum ich das Video gemacht habe. Also ich muss es jetzt ja auch nochmal von YouTube runternehmen, weil die Ursprungsversion, die wäre so nichts gewesen, so unkommentiert. Das Ganze jetzt nochmal neu schneiden, produzieren, nochmal neu hochladen, mal gucken, wann es dann rauskommt. Und ja, ein kurioses Format, dieses für zwischendurch. Ne? Aber alles live, alles echt. Und ich glaube, so funktioniert das ja auch mit dem Vloggen, ne? Vloggen. So, schönes Wochenende noch, schönen Wochenstart, wann auch immer ihr das Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.